Diese Wave ist eine stehende sogenannte Deep Water Wave. Das ist eine 9 Meter breite Welle, wo das Wasser durch Pumpen über so eine kleine Lippe gespült wird und sich dann zu einem großen Berg auftürmt. Das Besondere daran ist, dass wir hier mit normalen Surfboards, also mit Finnen und allem drum und dran, normal surfen können, wie draußen in der freien Natur. Wir haben sehr viele Einsteiger hier und wir haben so 45 Minuten Slots, wo die Besucher immer mal wieder ausprobieren können und surfen können. Und nach diesen 45 Minuten sind die meisten schon so weit, dass sie auf jeden Fall ein paar Meter surfen können. Wir haben zum Teil sehr junge Besucher, die wirklich gerade mal 1,40 groß sind. Das ist unsere Mindestgröße, darunter geht's nicht. Aber wir haben es auch bis ins höhere Alter. Ich glaube, der Älteste, der hier mal surfen war, war schon deutlich über 60. Besonders schön ist für uns natürlich aber auch zu sehen, dass wir so die Jugendlichen an den Wassersport heranführen können. Und das ist eigentlich genau das, was wir verfolgen. Und der Plan geht ganz gut auf, glaube ich. Man landet immer im Wasser, auch die Profis. Weil es geht halt auch irgendwann für die Profis darum, coole Tricks zu zeigen. Und für die Anfänger geht es halt darum, erstmal auf dem Brett zu stehen. Aber wenn man so 15, 20, 30 Sekunden in der Welle steht, ist das schon mal ganz beeindruckend. Weil man das in der Natur ja auch nicht unendlich hat, da würde irgendwann der Strand kommen. Also da ist schon wirklich mit dem Beachfeeling zu vergleichen und das Ende Januar hier auf der Boot, das ist einfach fantastisch.